Das wird dich wahrscheinlich wundern, denn es gibt eine geheime Romanze in Dying Light 2. Und zwar mit einer Bibliothekarin namens Talia. Hi Aiden, ich bin Talia. Du bist also der Pilger, von dem mir Albert erzählt hat und der uns dabei hilft, die Bibliothek der Menschheit wieder aufzubauen? Bin ich. Die Bibliothek dazu finden wir auf der Missy, also dem Schiff der Peacekeeper. Bevor es aber zum Äußersten kommt, musst du dich erstmal so richtig ins Zeug legen. Du bekommst insgesamt 10 Aufträge, die du zuerst erledigen musst. Und es sollte klar sein, es geht natürlich um Bücher. Das Ganze beginnt, indem du mit Albert, dem Bibliothekar, sprichst. Er bittet dich darum, dass du dabei hilfst, die Bibliothek mit Büchern zu füllen. Ich bin Albert. Und nach dem, was ich höre, bist du Aiden. Dir eilt ein ziemlicher Ruf voraus, mein Junge. Es heißt, du seist furchtlos und läufst nachts quer durch die Stadt, als sei es mitten am Tag. Klar. Wie kann ich helfen? Bitte arbeite mit mir zusammen. Finde und sichere diese Schätze. Ich habe Nachforschungen zu den örtlichen privaten Buchsammlungen angestellt. Falls ich richtig liege, befinden sich in der ganzen Stadt zahlreiche unbezahlbare Bände. Natürlich wurden viele Bewohner von diesen grauenhaften Kreaturen der Nacht infiziert. Und da kommst du ins Spiel. Nimm diese Liste. Jeder Titel darauf entspricht einer der vielen Facetten der Menschheit. Wenn du sie nicht rettest, trübt sich der Diamant der Menschheit und zerspringt wie billiges Glas. Im Grunde läuft es immer gleich ab. Du bekommst eine Liste von Büchern, die du in Wohnungen und Läden in der Stadt besorgen musst. Dazu wirst du in alle möglichen Teile der Stadt geschickt. Hast du alle Bücher zusammen, kehrst du zurück und sprichst erstmal mit Albert und dann mit Talia. So geht es dann Mission für Mission weiter. Ab und an unterbricht diese Missionsreihe, dann musst du zunächst irgendwas anders machen. Irgendwann wirst du dann wieder von Albert kontaktiert und weiter geht's. Kommen wir nun zu Talia. Sie steht gehörig auf Intellekt und deshalb wird sie sich auch nicht einfach einer intellektuellen Weichbirne hingeben, was für dich konkret bedeutet, dass du dich mit ihr unterhalten musst und zwar gepflegt. Und ja, das muss sein. Bei jedem Auftrag hast du eine kurze Unterhaltung mit Talia und ich nehme mal stark an, dass wenn du es zu oft versemmelst, also für Talia unpassende Antworten gibst, dass es dann nicht zu einem Schäferstündchen kommen wird. Deshalb überleg dir gut, was du antwortest. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn du merkst, dass das Gespräch mit ihr in eine falsche Richtung läuft, dann geh sofort ins Hauptmenü. Warte auf gar keinen Fall ab, bis Talia irgendwie fertig gequatscht hat, geh einfach raus und dann im Hauptmenü wieder auf Fortsetzen. Du wirst sehen, du kannst dann nochmal mit Talia das Gespräch beginnen. Ist zwar etwas Lauferei, aber dafür hast du dann auch die Möglichkeit, die Antwort zu ändern. Ich zeige dir nun alle Antworten. Gleich bei der ersten muss ich anmerken, dass die wohl falsch war, also zumindest wenn ich mir die Reaktion von Talia anschaue. Bei einer anderen Antwort war ich mir trotz dessen, dass ich mir alle Antworten angehört habe, nicht wirklich sicher, welche am Ende die beste Option gewesen wäre. Ich denke, das ist auch so gewollt. Genau diesen Dialog werde ich auch markieren, damit du Bescheid weißt. Alle anderen Antworten stimmen so auf jeden Fall. Ich habe also im Zweifelsfall mit 8 positiven und 2 negativen Antworten mein Ziel erreicht. Falls du die Antworten jetzt nicht sehen magst, kannst du natürlich auch gleich zu dem Kapitel springen, in dem es ernst wird. Also jetzt mal Film ab für die Antworten. Was ist deiner Meinung nach ein besseres Handbuch über das menschliche Verhalten? Auf jeden Fall Märchen. Sie haben keine Agenda wie manches religiöse Geschwätz. Ja, aber vergiss nicht, wie die Bibel die Welt um uns herum geprägt hat, zum Guten oder zum Schlechten. Sie hat großen Einfluss. Bist du vertraut mit Romeo und Julia? Ich denke schon. Erzähl. Glaubst du an die Liebe? Ich meine an die wahre Liebe. Die vom Schicksal bestimmte Liebe, von der Shakespeare geschrieben hat? Ich würde gerne dran glauben. Ich habe nur einfach in meinem Leben nicht viel davon gesehen. Das ist wahr. Schon einfache Zuneigung scheint heutzutage Mangelware. Hier ist eine Liste für deine nächste Büchersuche. Ich habe unsere Gespräche sehr genossen. Aber ich reiße das Gespräch so schnell an mich. Gibt es irgendwas, was du mich fragen möchtest? Eine Sache würde ich aber doch gerne wissen. Wunderbar. Was möchtest du wissen? Ich weiß ja, dass du eine Romantikerin bist, aber wie denkst du über Themen wie Wissenschaft? Eine interessante Frage. Hoffentlich wird meine Antwort ihr gerecht.
Wobei deine Frage klingt, als seien dies völlig verschiedene Enden eines Spektrums. Für mich aber liegen diese Ideen eng beieinander. Ob es Wissenschaft oder Romantik ist, die Antworten auf Fragen sind oft qualifizierte Vermutungen auf Grundlage von Beobachtungen. Aus einem anderen Blickwinkel führen dieselben Informationen zu anderen Antworten. Die Sonne beispielsweise war einst ein flammender Gott, der sich mit verbesserten Beobachtungswerkzeugen als brennende Gaskugel entpuppte. Wie stehst du zur Wissenschaft? Besonders angesichts ihrer Rolle bei unserem aktuellen Chaos. Wissenschaft ist nur ein Werkzeug, wie ein Hammer. Man kann sie nutzen, um ein Haus zu bauen oder um sie in einem Schädel zu versenken. Ein anschauliches, aber effektives Beispiel. Hoffentlich werden wir mehr Häuser und weniger von dem anderen sehen. Komm bald wieder, damit wir nochmal quatschen können. Wie ich sehe, hast du die Abenteuer des Huckleberry Finn zurückgebracht. Sag, Aiden, bist du als Pilger ein Abenteurer wie Huckleberry Finn? Jeder Tag dort draußen war ein Abenteuer, das kann ich dir sagen. Wenn auch nicht immer ein erfreuliches. Bei Huckleberry Finn gibt es auch einiges Unerfreuliches. In diesem Fall kannst du mich Huck nennen. Dann bin ich deine Mary Jane. Erzähl, Aiden. Hast du etwas für ältere Frauen übrig wie Huck? Bitte was? Schon gut. Ich bin nur froh, dass du im Angesichts der Finsternis dieser Welt deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Und denk nicht, dass ich deine Bereitschaft, dich jeden Tag diesen Gefahren auszusetzen, für selbstverständlich halte. Na, die Gefahren sind da draußen, Talia. Hier mit dir gibt es keinen Grund, sich nicht zu entspannen. Genauso geht es mir, wenn du hier bist, Aiden. Vielen Dank dafür. Ich warte gespannt auf deine Rückkehr. Aiden, ich konnte mich kaum konzentrieren, während ich auf deine Rückkehr gewartet habe. Ich sehe, du hast die Verwandlung von Kafka dabei. Albert sucht schon eine ganze Weile nach diesem Buch. Ich bin sicher, Albert hat in höchsten Tönen vom Thema der Verwandlung und den Parallelen zum Zustand unserer heutigen Welt gesprochen. In wirklich den höchsten Tönen. Wahrscheinlich fast schon in Ultraschall. Das ist Albert. Aber ich bin gespannt, was du denkst. Ist die Verwandlung des Protagonisten in ein riesiges Ungeziefer ein guter Vergleich für das, was gerade in unserer Welt vorgeht? Sag es nicht, Albert, aber irgendwie passt das nicht für mich. Oh, wie kommt's? Lieber würde ich mich in ein Ungeziefer als in einen Infizierten verwandeln. Das stimmt. Eine passendere Parallele zu unserer Welt ist wohl Kafkas Der Prozess. Wir sind alle in einem Labyrinth von wachsender Gefahr und Absurdität gefangen. Es gibt Machthaber, aber keine Zuständigkeit. Keine Chance, irgendwelche Probleme wirklich lösen zu können. Ha, dem kann ich nicht widersprechen. Wirklich? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen unpassend klingen, Aiden, aber eine Diskussion über Nihilismus hat mich noch nie so erregt. Ich muss gestehen, Aiden, ich habe mich schon zu dir hingezogen gefühlt, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wenn ich also etwas bedürftig wirke, dann, weil es so ist. Aber es ist dein Verstand, Aiden. Du überraschst und erfreust mich jedes Mal aufs Neue. Bei dir verbinden sich Körper und Geist auf umwerfende Weise. Ich habe zu viel gesagt. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht verschreckt. Bitte, Aiden, komm bald wieder. Du hast Selbstvertrauen, das ist offensichtlich. Aber glaubst du auch an etwas anderes als an dich selbst? Etwas Größeres als dich selbst? Das würde ich gerne genauso sehen. Aber in dieser Welt ist es nicht einfach, an etwas zu glauben. Das stimmt. Aber wir müssen darauf hoffen, dass dieses ganze Leid nicht vergebens ist. Ich wäre wirklich angepisst, wenn das alles umsonst war. Du bist deshalb offenbar zerrissen. Aber du verzweifelst nicht und das ist schon einiges wert. Ich denke, ich möchte das Leben einfach nicht als ständig vergeblichen Kampf sehen. Verstehe. Danke, dass du mir das gesagt hast. Da bist du ja, mein lieber Aiden. Ich hab dich vermisst. Ich dich genauso, Talia. Albert scheint sich über den heutigen Fang zu freuen. Krieg der Welten von H.G. Wells, hm? Weißt du, ich frage mich jeden Tag, ob wir im Krieg sind. Wer? Wir? Habe ich etwas Falsches gesagt? Oh, Aiden, das war echt süß. Nein, nein, zwischen uns ist alles in Ordnung.
Ich meinte die Welt um uns herum. Herrscht dort Krieg? Ach so, ja, die Welt. Nur wir sind auf jeden Fall im Krieg, glaub mir. Und nicht nur in einem, sondern in vielen Kriegen. Es scheint so, als wolle jeder jedem aus irgendeinem Grund an den Kragen. Klingt, als sprichst du über die Infizierten. An manchen Tagen ist es schwer zu sagen, wer gefährlicher ist. Die Infizierten oder die Gesunden. Das ist erschütternd, Aiden. Aber eine echte Erkenntnis. Hast du gerade Alice im Wunderland zurückgebracht? Ist die Bibliothek für dich jetzt ein Wunderland? Nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ein Tempowechsel. Da bin ich sicher. Ich kann mir vorstellen, dass deine Reisen wie bei Alice verwirrend sind. Und du möglicherweise von einer ganzen Menge Wahnsinn umgeben bist. Du scheinst gegen solche Leiden immun zu sein. Wie gesagt, es scheint so. Aber bist du es auch wirklich, Aiden? Bist du nicht manchmal kurz vorm Durchdrehen? Natürlich. Ich meine, wir haben alle unsere Momente, stimmt's? Ich ganz sicherlich. Manchmal kann ich mich gerade noch davon abhalten, mich nicht vom nächsten Balkon zu stürzen. Das mache ich die ganze Zeit. Es ist irgendwie mein Job. Aber ja, manchmal macht es mich fertig. Aber dann sage ich einfach, scheiß drauf. Es ist okay, dass ich mich schlecht fühle, aber ich darf auch nicht in Selbstmitleid zerfließen. Es kann auch gefährlich sein, seine Gefühle zu unterdrücken, Aiden. Ja, vielleicht. Aber so tick ich einfach. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle schon die Stunden. Aber ich habe eine Frage an dich. Wenn du eine Entscheidung treffen müsstest, wärst du lieber gerecht oder glücklich? Glück ist in dieser Welt schwer zu finden. Also würde ich versuchen, gerecht zu sein. Das ist bewundernswert. Aber bist du nicht jetzt glücklich? Zumindest hier, mit mir? Natürlich bin ich das. Und ich habe mich entschieden, mit dir hier zu sein. Alberts Regale sind fast voll. Ich nehme an, dass deine Besuche bald vorbei sind. Das müssen wir einfach abwarten. Nun, es gibt zumindest noch einen weiteren Ort zum Durchsuchen. Okay, das waren nun alle Antworten. Ich habe Stunden damit verbracht, hunderte von Büchern in die Bibliothek zu bringen. Also gefühlt. Aber das Ganze natürlich immer mit dem festen Ziel vor Augen. Talia. Irgendwann habe ich es dann erreicht und wir kommen zum Epilog. Von den Büchern, die du mitgebracht hast, sind mir die Entstehung der Arten und die Schatzinsel ins Auge gesprungen. Und haben dich vermutlich zu einer Frage inspiriert. Genau. Also, wie siehst du dich selbst? Bist du ein Pionier wie Darwin? Oder ein Pirat wie Figuren aus Die Schatzinsel? Natürlich ein Pirat. Ach, wirklich? Ich muss viel stehlen, wie ein Pirat. Und ich muss sehr oft kämpfen. Ich bin nicht stolz auf meine Taten. Aber ich muss überleben. Ich versuche, ein guter Pirat zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht jeder so sieht. So ehrlich, Aiden. Und manchmal so roh. Nur wenige Menschen geben Dinge zu, die sie in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Du drückst dich nicht davor. Oder für irgendwas anderem, soweit ich sehe. In diesem Sinne, meine Arbeit mit Albert scheint beendet zu sein. Oh, das bedeutet also, dass du nicht mehr zurückkommen wirst? Ja, ich meine... So schwer es auch ist, das zuzugeben. Zumindest ein Teil von mir ist wirklich traurig, das zu hören. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke... Ich will dich unbedingt wiedersehen, Aiden. Ich werde unsere Gespräche vermissen. Ja, ich auch, Talia. Hältst du es für möglich, dass ich dich wiedersehen werde? Kann gut sein. Du kannst mich zu Hause besuchen, wenn du willst. Ich habe meine Wohnung auf deiner Karte markiert. Ich warte dort nach Sonnenuntergang. Okay, wir sehen uns dort. Bis dann, Aiden. Talia lädt uns nun in ihre Wohnung ein. Gesagt, getan. Einige Zeit später stehen wir auch schon vor Talias Tür und wir lassen das romantische Spiel nun einfach mal beginnen. Ich bin's, Aiden. Komm rein. Oh, du hast es aber schön, ja. Danke. Hier kann man wenigstens so tun, als spielte sich draußen nicht gerade ein Albtraum ab. Weißt du,
Ich hatte einen Traum. Was für ein Traum? Ich träumte, dass ich eines Morgens rausging. Dass da Leute auf der Straße waren. Dass Kinder spielten. Dass Leute im Café saßen. So wie in den Büchern, die ich las. Irre, oder? Davon träumen wir doch bestimmt alle. Glaubst du, wenn diese Welt anders wäre, würdest du heiraten? Ein Haus bauen? Das ist eher unwahrscheinlich. Hat kaum was mit meiner Realität zu tun. Mein Alltag spielt sich in meiner Vorstellung ab. In der Literatur. Ich bin für dich vermutlich nur ein kleines, schwaches Mädchen. Nein, du bist sensibel. Aber schwach bist du deshalb noch lange nicht. Wer schwach ist, der gibt auf. Der interessiert sich für nichts mehr. Der gibt das Leben auf. Aber dir sind noch Dinge wichtig. Du kämpfst noch. Jemand sagte mir mal, dass nur die Sanftmütigen wirklich stark sind. Hältst du mich fest, Aiden? Können wir so tun, als wäre all das da nicht wahr? Nur dieses eine Mal. Du hast recht, Talia. Nur dieses eine Mal. Wolltest du dich einfach rausschleichen? Nun, nein, aber ich muss einfach... Du weißt schon. Monster bekämpfen, Menschen retten. Ich habe diese Bücher gelesen. Also, wir sehen uns später. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Immerhin kennen wir beide ja die Welt, in der wir leben. Hast du nicht gesagt, deine Welt sei die Welt der Vorstellungskraft? Aber keine Täuschungen. Ich bin froh, dass dieser Traum wahr geworden ist. Ich auch. Ich weiß. Auf Wiedersehen, Aiden. Ja, genau. Da stand ich nun und dachte mir, was? Ich bin sicher nicht der Einzige, der nun ein wenig mehr erwartet hat. Hast du nicht gesagt, deine Welt sei die Welt der Vorstellungskraft? Gut, es muss ja nicht immer nackte Haut sein, aber so ein wenig mehr wäre doch nett gewesen. Aber abseits davon, Aiden, du Penner, was tust du? Warum schleichst du dich nackt schneckenmäßig einfach aus der Wohnung? Nicht genug, dass man dir kaum zuhören kann, ohne Brechreiz zu bekommen, aber dann auch noch sowas? Am liebsten hätte ich Aiden direkt in die nächste Zombie-Horde gesteuert, aber ich glaube, bei dem ist sowieso alles schiefgegangen. All meine Versuche, irgendwie zurück zur süßen Talia zu kommen, waren leider erfolglos. Es blieb also leider bei diesem einmal. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.